Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer weiteren Sendung von Guggi TV. Ihr seht, wir sind im Wald. Wir sind im Egertenwald, das ist ein Wald zwischen Reifenmatt und Sangerenboden und gehört der Burgergemeinde Guggisberg. Wir schauen jetzt an Fritz Buri, Förster, über die Schulter und stellen mal feststellen, was so Waldarbeiter eigentlich machen. Ja, bei mir ist jetzt der Fritz Buri. Er ist Förster, eigentlich Chef, kann man sagen, vom Egertenwald. Und wir nehmen jetzt die Gelegenheit wahr und stellen ihm ein paar Fragen. Fritz Buri, dein Werdegang, bevor du bist Förster geworden, was hast du vorher gemacht? Also an der Schule habe ich eine dreijährige Lehre gemacht aus Forstwart. Ich habe nachher 2 Jahre auf dem Beruf gearbeitet. 1979 bin ich an die eidgenössische Försterschule in Lyss. Es gibt 2 Standorte in der Schweiz, wo Förster ausgebildet werden. Das ist Lyss und Meienfeld. Ist das dein Traumberuf? Das ist mein Traumberuf, ja. Ich habe vorhin noch gerade kurz bei der Vorbereitung dich gefragt, ob du Jäger auch noch seist. Oder ich sehe, du seist Jäger in den deutschen Filmen, Heimatfilmen sind Förster häufig. Ja, Jäger gehen mit den Büchsen durch den Wald. Ich sehe dir nie eine Büchse. Ja gut, hier ist einfach, in der Schweiz ist das Trend. Wenn man jagt, dann jagt man das aus, also privat. Also das hat nicht mit dem Beruf zu tun. Und in Deutschland ist üblich, dass der Förster jagt oder muss jagen. Der hat gewisse Pflichten dort. Und jetzt in deinem Team da, wie gross ist das? Forstwart, wo 100% angestellt ist, der Zbinderbeter, der uns dann nachher den Baum ummacht. Und ein Forstwart, der 50-60% kommt, also im Winter da ist, der Feierelmar, und der geht ins Berg, Schwarzseegebiet. Könnt ihr dir mit dem Holz, das ihr da rausnehmt aus dem Wald, wenn ihr das verkauft, die laufenden Rechnungen zahlen? Man hört da Verschiedenes. Also wir können die laufenden Rechnungen zahlen. Also der Forstbetrieb war eigentlich gern in den schwarzen Zahlen gewesen, die letzten 40 Jahre. Aber wir sind ja darauf angewiesen, dass wir Subventionen haben vom Bund und Kanton. Ja, wie hoch ist denn der Kubikmeterpreis? Sehen wir dem auch von so Holz von einer Rotanne? Also Rotanne geht es im Moment geht's um 100 Franken, um sagfähiges Grundholz. Jetzt habe ich da vorhin die riesen Maschine gesehen. Da. Eben, die Mechanisierung ist auch eine grosse Bedeutung für euch. Ohne die Welttraktoren ging auch gar nichts. Ja, man kann nicht sagen, dass es nichts geht, aber es ist einfach aus Kostengründen sind wir gezwungen, zu mechanisieren, so gut, dass das hier in diesem Gelände geht. Wir haben hier Böden, die nicht befahrbar sind. Und dann muss man Maschinenwagen, Strassenmaschinenwagen, muss man bauen, muss die unterhalten, dass man mit Fahrzeugen werken kann, wo man gute Arbeitsleistung hat. Eben, das gehört ja auch zu den Aufgaben von deinem Team. Strasseln, also Strassen zu machen, Wege zu machen, Wege zu pflegen. Ja, also Lastwagenstrassen machen wir eigentlich nicht viel, aber wir machen Maschinenwege. Also der grosse Teil sind bestehende Maschinenwege, die man auch befestigen mit Käse. Dass man dann bei jedem Wetter fahren kann und mit grossen Lasten fahren kann. Man sieht jetzt bei deinen Mitarbeitern dort, ist jetzt gerade daher in voller Montur. Wie ist die Unfallgefahr so für einen Forstwart? Also die Unfallgefahr ist sehr gross. Statistisch gesehen verunglückt der Forstwart, der zu 100% werkt, jedes dritte Jahr. Und zwar nicht ein Bagatellunfall, sondern ein Unfall, der mehr als 3 Tage Arbeitsausfall bedeutet. Ja. Wenn ich jetzt am Abend von Reifenmatt in Sotteleuen fahre, da durch den Egertenwald, sehe ich hier und da Fuchs, wenn es gut geht, einmal ein Reh. Gibt es noch mehr Tiere in diesem Wald, die man könnte sehen, wie sie da vorne sind? Ja, also eben, es hat noch Gämisch, es hat Hirsch, es hat Luchs vorkommen, also eigentlich aus Standwild. Und periodisch hat es zum Beispiel schon der Wolf da. Und es hat einen Haufen Vogelarten. Also die Ornithologen sagen, wir sind eigentlich ein Gebiet, wo es noch sehr viele Vogelarten hat. Klimawandel ist ein Megathema.
Spürst du etwas von dem ganzen Klimawandel hier in diesem Egertenwald? Also, aber man merkt einfach, dass es relativ warm ist, jetzt gerade um den Sommer. Also die Temperatur, die man eigentlich sonst nicht so hatte, wenn man auf 36 Grad hochgeht, also auf unserer Höhe. Im 03 waren die Bäume ziemlich gestresst, wegen der Trockenheit. Und was man auch merkt, ist, wenn man pflegen ist, dass es vermehrt Eichen hat in den Verjüngungen, die man früher nicht so hatte. Also das sind ja so Anzeichen von der Klimaerwärmung. Borkenkäfer ist das andere Thema, außer vom Borkenkäfer. Gibt es noch andere Tiere, die am Wald den Kragen gehen, außer dem Borkenkäfer, die du hier merkst? Also direkt merken, Tierlini, der asiatische Lobholzbock ist ein Thema, weil wir sehr nah vorkommen hatten. Und nachher ist natürlich, haben wir auch die Pilze, die ein Problem machen. Zum Beispiel das Öschentriebsterben, wo wahrscheinlich 80% der Öschen dran werden eingehen. Das sind so Sachen. Fritz Buri Förster vom Egertenwald, wenn du jetzt könntest 10 Jahre vorwärts schauen, sieht der Wald gleich aus? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es, dass wir den Wald weiterhin bewirtschaften können, also dass wir Holz nutzen und nicht nur einen Naturschutzwald haben. Also Naturschutz ist gut, aber nach meiner Ansicht kann man verschiedene Sachen parallel machen. Also man kann Holz produzieren, der Wald kann Schutzfunktionen ausüben und kann zugleich auch also Wohlfahrtsfunktionen, Erholungsfunktionen ausüben. Steile Egertenwald im Nebel. Holzarbeit ist bei jedem Wetter natürlich nötig. Und unser bekannter Förster bereits, der Buri Fritz, tut jetzt anhand des Zbindenpeter erklären, wie es so passiert, wenn man eine Tanne ummacht. Ich habe schon vorhin gehört, dass die Waldarbeit eigentlich eine sehr gefährliche Arbeit ist. Man probiert die Unfallzahlen anzubringen, indem dass man die Leute gut ausbildet, Weiterbildung macht und auch gute Schutzausrüstung hat. Dann sieht jetzt hier Peter, wenn ich oben anfange, der Helm, Gehörschutz, Gesichtsschutz, dann eine gute Arbeitsjacke, die atmungsaktiv ist. Dann weiter kommen die Hosen, die hier Schnittschutzeinlagen drin sind. Also das funktioniert so, wenn man mit der Motorsägenkette reinkommt, dann füllt das die Zähne füllen und dann nachher die Kette blockieren. Dann gehören rechte Arbeitsschuhe dazu und Händchen. Wenn man einen Baum ummacht, tut man den zuerst gut anschauen. Man sieht dann den Baum beurteilen, dann tut man auf verschiedene Punkte achten. Also mal, wie sieht die Sonne aus, der Stammfuss, ist der Baum eventuell faul. Dann schaut man schauen, mit den Wurzelanläufen. Man muss auch ein bisschen schauen, dass man gut stehen kann. Dann schaut man schauen, wie der Baum steht, ist er senkrecht. Jetzt gerade im Obholz hat es manchmal dürre Äste oben, dann muss man Achtung scheichen und so weiter. Dann tut man bestimmen, wo man den Baum herfällen will. Es gibt da verschiedene Sachen, die man drauf schauen muss. Also man sollte möglichst wenig kaputt machen am bestehenden Bestand. Man sollte den Baum dann auch rausnehmen können. Wir machen hier Längholz, also wir wollen möglichst wenig Trennschnitte machen. Sollte man den rausnehmen können. Und was sehr wichtig ist die Sicherheit von dem Mann, der hier werkt. Das Vorgehen ist dann so, wenn ein Baum fällt. Peter wird jetzt den Baum anschroten, also die Wurzelanläufe wegsagen. Dann tut er auf der Seite, wo der Baum hergehen soll, sagt er ein Dreieck raus. Das ist, man sieht, ein Fallkerb. Und dann tun wir das mal machen. Dann tue ich dann etwas dazu sagen, wie es weitergeht. Mm-hmm.
Geht gut, Charles. Ihr seht jetzt hier, dass die Rüge rausgesagt ist, was ich vorhin gesehen habe. Jetzt tut der Peter jetzt hier eine Bandbreite bestimmen. Das ist das Holz, das nachher der Baum führt beim Fall. Und dann macht er den Fellschnitt ab auf dieser Höhe, tut Keile rein und tut den Baum nachher so ins Obergewicht bringen. Jetzt sind die Vorschriften so, wir tun, bevor man hier den Fellschnitt anfängt, tut man vor den Fellbereich, das ist, wenn man hier beim Baum steht, 45 Grad links, 45 Grad rechts. Doppelte Baumlänge tut man überblicken, wenn es nötig ist, tut man sperren. Und nachher tut man, bevor man den Fellschnitt macht, tut man laut und deutlich Achtung brüllen. Leute, die hier hinten dran sind, müssen aufmerksam sein, um zu schauen, was hier passiert. Wir haben den V-Bereich überblickt. Peter wird jetzt laut und deutlich Achtung rufen und er den V-Schnitt ausführen. Achtung! Wenn der Baum am Boden ist, tut man dann noch das Stück Holz absagen, das vom Baum her ist geblieben. Dann tut man noch den Stock putzen. Und jetzt wird der Baum bereit, um zu enttasten. Und dann, wenn der Baum enttastet ist, wird er mit dem Rückenfahrzeug rausgenommen und draussen auf der Straße ins Sortiment eingeteilt und versagt. Beide zu binden. Wir haben dich bis jetzt auf die Stanz gesehen. Jetzt stehst du neben mir. Du hast das genial gemacht. Die Tanne ist genau auf einen Zentimeter hergekommen, wo du geplant hast. Fritz Buri, etwas anderes noch. Die machen ja noch andere Tätigkeiten im Wald, ausser, ja, für uns sicher nur Holz. Was gehört da noch dazu?
Also wir tun etwa 50% der Arbeitszeit, ist die Holzernte, und daneben tun wir pflegen. Wir tun aufforsten. Wir machen Waldrandpflege, also das sind sogenannte Biodiversitätsprojekte, wo man den Wald so pflegt, dass sich gewisse Reptilien, gewisse Vogelarten wohler fühlen. Lebensraumerhaltung, Lebensraumverbesserung. Und dann machen wir auch gerne noch ein paar Erschliessungen. Also das sind in erster Linie Maschinenwege, die wir mit Käse befestigen, dass wir nachher bei jedem Wetter das Holz rausnehmen können und möglichst schonend rausnehmen. Und da schauen wir jetzt noch kurz rein, wie so ein Maschinenwegausbau funktioniert. Fritz Buri, merci vielmals, alles Gute in deinem schönen Beruf und deinen Mitarbeitern, keine Unfälle. Bis später wieder einmal im Egertenwald. Merci. Das war es aus dem Egertenwald bei Reifenmatt. Schöne Zeit, habt's gut, bis zum nächsten Mal.